Das dritte Bundesliga-Wochenende hatte für die Hockeyherren von Blau-Weiß denkbar schlecht begonnen. Gestern hatten wir leider eine ganz bittere Niederlage gegen einen der direkten Konkurrenten, TuS Lichterfelde. Ja, das können die am Ende leider knapp mit einem Tor für sich entscheiden. Wäre ein wichtiger Sieg für uns gewesen. Aber auf den Samstag folgte der Sonntag mit dem Heimspiel gegen die Zehlendorfer Wespen. Dementsprechend ist es natürlich umso schöner, dass wir heute vor heimischer Kulisse und vor unserer Weihnachtsfeier hier nochmal einen wirklich knappen, aber wirklich geilen Sieg uns rausgeholt haben. Blau-Weiß zunächst von rechts nach links mit der frühen Führung durch Donnermeier nach 4 Minuten. Die Gastgeber hatten das Spiel im Griff und erhöhten dementsprechend verdient. Zunächst durch Prinz auf 2:0 und schließlich durch Rinkens auf 3:0. Die ganze Sache schien eine klare Angelegenheit zu werden. Daran änderte auch dieses 3:1 für die Wespen durch Brise wenig. Dass dann auch der Halbzeitstand bis dahin alles noch einigermaßen im Rahmen. Nach dem Seitenwechsel ging es dann aber mal so richtig rund. Blau-Weiß drehte auf und erhöhte durch Bobel und Donnermeier auf 5:1. Aber zum Feiern war es noch zu früh. Die Wespen kamen ran. Hier das 5:2 durch Sund und konnten sogar ausgleichen. Die Wespen nach dieser Strafecke traf Fischer zum 5:5. Auf der anderen Seite ebenfalls eine Strafecke. Dösch mit dem 6:5 für Blau-Weiß. Ein Wahnsinnsspiel. Jetzt Brise mit dem 6:6. Es ging hin und her, aber schließlich der Siegtreffer für Blau-Weiß nach 56 Minuten durch Klapczynski. Ein wichtiger Sieg im Kampf um die ersten zwei Plätze, die ja dann für das Viertelfinale berechtigen. BRC wird, glaube ich, zu stark sein dieses Jahr für uns, gerade mit Hena, Zwicker und den ganzen anderen Jungs sind die, glaube ich, doch leider noch für unser junges Team eine Hausnummer zu groß, sodass unser Ziel ist, Platz 2 und dann vielleicht ein geiles Viertelfinale bei Rot-West Köln zu spielen. Vielleicht reicht es ja dann sogar für das Final Four. Am 3. und 4. Februar findet das statt in Stuttgart. Anschließend dann ab dem 7. Februar ein absolutes Highlight hier in Berlin, in der Hauptstadt, die Hallenhockey-Weltmeisterschaft. Seid dabei bei der Welthockey-Meisterschaft in Berlin. Es wird ein geiles Event. Die Halle ist perfekt dafür. Berlin hat ein super geiles Publikum und ich denke, es wird eines der geilsten Hockey-Events für die Halle, die es jemals gegeben hat. Also dürft auf gar keinen Fall verpassen. Das ist jedoch noch Zukunftsmusik. Zunächst am 22.12. ein wirklicher Leckerbissen, noch mal kurz vor Heiligabend. Da muss Blau-Weiß zum BHC.